Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Und wie ihr seht, habe ich mein ganzes Fleisch gebraten. Das hat eine Weile gedauert, deswegen habe ich das Ganze offscreen gemacht. Und die Wache hier ist leider immer noch dabei Gorn. Kann ich denn hier... Ich frage mich, ob ich das Tor hochziehen kann. Allerdings möchte ich das nicht tun, bevor ich Gorn befreit habe. Und ich wollte hier nochmal den letzten Versuch machen, mit dem Typen zu reden, ob er jeweils... Schläfst du eigentlich nie? Jemals schläft. Nein, Innos selbst verleiht mir die Kraft, niemals schlafen zu müssen. Ich hab doch da so einen tollen Zauber. Der heißt... Warte, wo ist er? Nicht... Ach verdammt, den habe ich ja schon ausgegeben für den Hammer. Mist. Ich kann den jetzt gar nicht schlafen liegen. Aber ich werde mal mit Milton reden. Garond meinte ja, Milton weiß alles, was ich wissen muss. Vielleicht hat Milton ja einen Schlafzauber. Das könnte sein. Dann könnte ich damit Gorn befreien. Oder vielleicht hat Milton eine Idee, wie ich Gorn befreien kann. Hey Milton, wo bist du? Hast du das übrigens gelesen vorhin? Na, was hat er gelesen? Ach, eine Karte. Die hat er studiert. Interessant. Na denn. Kann man machen, ja. Kann man machen. Navigationssysteme zum Beispiel gab es ja damals noch nicht. In der Welt von Gothic, sag mal. Und deswegen musste man die Karten immer im Kopf haben. Hey. Hui. Garond verlangt 1000 Goldstücke für Gorm. Eine hübsche Summe. Ich kann 250 Goldstücke beisteuern. Oh, cool. Danke. Ich brauche mehr Gold, um Gorn freizukaufen. Gold auftreiben. Mit sowas kennt sich Diego aus, aber der ist nicht hier. Diego, der alte Gauner. Vielleicht hat Gorn selbst noch irgendwo Gold versteckt. Das sollten wir herausfinden. Ich werde ihm eine Notiz schreiben. Hier, versuch sie in den Kerker zu schmuggeln. Und wie komme ich da rein? Kannst du mir Ausrüstung mitgeben? Garond hat mich beauftragt, die Schürfstellen aufzusuchen. Woher soll ich die nehmen? Das Einzige, was ich dir geben kann, ist ein wertvoller Runenstein. Oh ja. Oh ja, gute Idee. Ne, warte, das kennen wir schon. So, ich habe einen Runenstein. Damit müsste ich doch eine neue Rune erstellen können, oder? Wenn mich nicht alles täuscht, sollte das funktionieren. Wo ist der Runentisch? Ach, der ist wohl oben. Schauen wir doch mal, was für eine Rune ich erstellen kann. Ich hoffe mal, das Spiel ist so intelligent und lässt mich keine Rune doppelt erstellen. Nur zum Vergleich, ich habe Feuerpfeil und die beiden Teleporter hier. Und welche Rune kann ich hier stellen? Feuerpfeil, na okay. Könnte ich jetzt doppelt erstellen. Ist aber natürlich reichlich sinnlos, denn den habe ich ja schon. Nun gut, also muss ich dann wohl nochmal ein bisschen Lernpunkte investieren, um noch einen Zauber zu lernen. Wobei ich dann ja eigentlich schon den zweiten Kreis Zauber lernen könnte. Nicht nur den ersten. So, ich habe 343 Gold. Ich könnte noch ein bisschen Mana vertragen. Andererseits werde ich früher oder später eh ein bisschen Schaden kriegen. Da werde ich dann einfach Blaufleder futtern. Dann kriege ich dann Mana und Leben wieder geheilt. Ich werde jetzt nicht wegen 10 Punkten irgendwas schlucken oder futtern. Hier unten im Burggraben. Beziehungsweise das ist ja der alte Ring. Der alte innere Ring. Des alten Lagers. Ich bin gespannt, ob ich hier unten noch irgendwas finden kann. Also ich kann hier schon mal nicht drüber klettern, richtig? Okay, aber das funktioniert. Vielleicht sollte ich, um sicher zu gehen, nochmal speichern. Und ich würde gerne zuerst zu der Schürfergruppe links oben gehen, bei der alten Mine. Weil ich da den Weg noch am ehesten kenne zur alten Mine. Okay, hier drin gibt's nix. Ach, das ist die Arena, die alte. Wow. Die hat sie ja relativ gut weggesteckt, muss man sagen. Das hier eher nicht. Ach, verdammt, jetzt habe ich einen Ork gesehen. Nein! Oh, puh, Glück gehabt. Glück gehabt, ey. Und wie viel Uhr ist es? Oh, es ist schon wieder so spät, wenn ich jetzt losgehe, werde ich wahrscheinlich die Dunkelheit wieder abkriegen draußen. Wisst ihr was? Dann heile ich mich nochmal bei der Gelegenheit und schlafe bis zum nächsten Morgen. War hier nicht irgendwo ein Bett? Sag mal, Milton, wo pennst denn du?
Muss doch irgendwo ein Bett sein. Hä? Was zur Hölle? Wo schläft Milton? Ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Aber drüben gegenüber gibt es ja ganz viele Betten. Da suche ich mir jetzt einfach eins aus. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Zum Beispiel hier. Ne? So, gute Nacht und bis zum nächsten Morgen. So, vielen Dank. Einmal vollständig geheilt. Geht mal aus dem Weg. Geht mal aus dem Weg. Ihr seid mir im Weg. Oh, guck mal, das regnet. Und gerade eben in der alten Arena, da war so ein Grab, das ich auswählen konnte. Oh, Uda, hey, dich habe ich noch gar nicht gesehen. Du hattest verdammtes Glück, als du reingekommen bist. Um ein Haar hätte ich dich erschossen. Dann sollte ich wohl froh sein, dass du so gute Augen hast. Und spar dir deine Sprüche. Rede mit Zengrad, wenn du was willst. Sehe ich aus wie ein Ork? Hey, du. Mann. Ich habe gehört, du seist der beste Armbrustschütze weit und breit. Ist auch der Einzige. Wenn es sagt, wird es wohl stimmen. Was willst du? Nein, ich bin nicht der Größte. Wie sieht's in der Burg aus? Ein paar Jungs trainieren, aber im Prinzip warten wir alle nur drauf, dass irgendwas passiert. Diese Ungewissheit macht mürbe. Das ist die Taktik dieser verdammten Orks. Sie warten so lange ab, bis wir mit den Nerven am Ende sind. Scheint zu funktionieren. Okay, er kann mir Armbrustschießen beibringen. Kein Interesse. Ich bin im Fernkampf Magier und im Nahkampf, keine Ahnung, Zweihänder? Bestimmt. Ja, ich entscheide mich jetzt. Ich bin Zweihänder. Ich werde mit Zweihändern kämpfen. So, jetzt kann ich aber hier nochmal speichern. Ich werde einfach den alten Spielstand überschreiben. Dieses Schlafen hat ja nichts kaputt gemacht, im Gegenteil. Da rechts hoch darf ich jetzt nicht. Da ist ein Ork, der mich gesehen hat letztes Mal. Ah, ach, hier unten ist auch ein Ork. Und ein Schaf. Was? Was haben wir denn hier? Ein silberner Ring? Ein unbekannter Soldat liegt hier begraben. Hoch! Hoch mit dir! Verdammt. Gut, dass ich gespeichert habe. Dumm-di-dumm. Warum ist da ein Ork in der Arena? Und warum ist da ein Schaf neben dem Ork? Was zur Hölle? Na gut, dann gehe ich da mal nicht runter. Sondern hier hoch. Was haben wir hier? Ein weiteres Grab eines unbekannten Soldaten. Und noch ein Grab eines unbekannten Soldaten. Und jetzt werde ich verfolgt von ganz vielen Orks. Wieder trifft mich. Ich laufe doch weg. Ah! Ich laufe ja mitten durch. Ich wusste nicht, dass hier so viele sind. Oh Mann. Ja, ich versuch's mal andersrum. Um die Burg außenrum. Vielleicht klappt das ja. Was? Wer ist hier aggressiv? Ach, da drüben, der Wag. Wie stark ist denn so ein Wag? Sag mal. Wie viel hält denn der aus? Ja, schon einiges, ne? Ja, der hält schon einiges aus. Yep. Da darf ich jetzt lieber nicht runter, sonst kriegt er mich. Aber ich kann natürlich hier gemütlich rübergehen. Und dann auf diese Seite. Ich hoffe mal, da kommt er nicht runter durch. Und das hier ist dann wohl meine alte Behausung, in der ich ein paar Mal geschlafen habe im alten Lager. Der umgestützte alte Turm. Ziemlich ausgeräumt. Allerdings gibt es hier einen Lederbeutel. Interessant. Was ist da drin? Keiner Fell? Nee. Ich will den Lederbeutel. Gorns Lederbeutel mit 250 Gold. Sehr schön. Damit bin ich schon bei 593 Gold. Und habe schon über die Hälfte, um Gorn freizukaufen. Und da ich noch nicht wirklich viel gemacht habe, geht das auch auf den alten Spielstand. Vielleicht nachdem ich die... Ups. Okay, 99, was soll's. Nachdem ich die Fackel abgelegt habe. Sind da draußen Orks? Ja, da vorne sind Orks und stehen Wache. Ich hätte ja gerne einen Weg nach draußen, der nicht an Orks vorbeiführt. Andererseits sind sie wahrscheinlich nicht so blöd, hier irgendwas unbewacht zu lassen und Leute durchkommen.
gibt's auch nichts. Hier scheine ich rauszukommen einigermaßen, ne? Ach nee, da oben steht ein Ork. Er hat mich gesehen. Und da ist noch einer. Und da ist noch einer. Nein. Nein. Oh. Genau, die 99 war es. Da habe ich mich vertippt. Da war ich zu schnell beim Speichern. Aber es ist nur halb so wild. Gut, dann gehe ich jetzt, nachdem es beides nicht geklappt hat, einfach den Weg raus, den ich reingekommen bin. Hier sind zwar auch Orks, aber das sind ausreichend wenige. Ich glaube, die kann ich abschütteln. Vor allem bin ich ja hier dann gleich wieder im Wald. Und hier weiß ich immerhin auch, dass ich die wilden Tiere größtenteils erledigt habe. Ein Wag. Oh, haut der rein, ey. Ich dachte, so ein Wag wäre ungefähr so stark wie ein Wolf. Nope, da habe ich mich getäuscht. So ein Wag ist deutlich stärker. Alter, der ist immer noch da. Lass halt mal los. Bringt doch nichts. Keiler. Keiler sind so stark wie Wolf, bestimmt. Ah, Orks. Hilfe. Wie ich schon wieder alles hinter mir herreiße. Könnt ihr bitte mal loslassen, ihr dämlichen alles. Keine Ahnung, alle, einfach alle. Könnt ihr alle mal ablassen von mir, bitte. Danke, das wäre super. Das wäre richtig, richtig gut. Jetzt lass halt mal los. Das bringt auch nichts. Jetzt fangen wir den Scavenger an. Okay, mit dem Wolf werde ich, glaube ich, fertig. Hey, ich sagte, mit dem Wolf werde ich fertig. Noch einer? Gut. Die Blutfliege würde mich interessieren, weil ich ja jetzt vermutlich ihren Stachel abziehen kann. So, erstmal sammle ich hier ein paar Kräuterchen ein. War hier nicht noch irgendwo was zum Sammeln? Ach ja, genau, hier eine Blauflieder. Und nochmal zwei Heilpflanzen. Oh, da liegt doch irgendwas, irgendwas Magisches auf dem Boden. So, aber jetzt werde ich erstmal hier ganz viel Zeug futtern. Denn ich habe schon wieder viel zu viel Müll im Inventar. Habe ich den Honig nicht für eine Quest irgendwo gebraucht? Den hebe ich immer lieber auf. So, das Butterfleisch brauche ich nicht. Das Trinkenzeug, wie gesagt, kann ich irgendwann gebrauchen wahrscheinlich, wenn jemand was trinken will. Dann habe ich noch ein bisschen Mana aufzufüllen. Und dann hätte ich ja auch schon hier nochmal 12. Und dann bin ich bei 147 von 148. Das ist mir gut genug. Das reicht mir. Nein, da will ich hin. Die 114, bitte. So, ihr Scavenger. Was haben wir denn hier? Was liegt denn hier? Eine Spruchrolle. Und was kann denn diese Spruchrolle? Verwandlung Scavenger. Interessant. Ob ich damit wohl an den Orks vorbeikomme? Komm her, Blutfliege. Komm her. Finde ich gut. Nein, ein Lurker. Finde ich nicht gut. Lurker finde ich nicht gut. Lurker, hau ab. Geh weg. Du willst mich nicht. Lurker, lass es. Sehr gut. Sehr gut. So muss das sein mit Lurkern. Genau. Warum ist hier ein toter Keiler? Da ist nichts zu holen. Ich war's nicht. Hat der Keiler sich vielleicht mit Scavengern angelegt? Da ist nichts zu holen. Wie jetzt? Ich dachte, ich kann jetzt den Stachel abziehen von Blutfliegen. Nichts zu plündern. Nichts zu holen. Da okay. Ist nichts zu, nichts zu plündern. Auch ein toter Keiler. Nichts da zu ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. Ich dachte, ich kann jetzt die Blutfliegen ausnehmen mit den Stacheln. Ich habe doch gerade die Notiz gelesen, wie man das macht. Oder habe ich die nicht gelesen? Doch, die habe ich doch gelesen. Davor hieß es ja nur Notiz. Und jetzt ist es Gift der Blutfliegen. Ich weiß das doch. Und trotzdem kann ich denen den Stachel nicht abnehmen. Und ich glaube, hier möchte ich nicht hin. Aber den da drüben kriege ich. Dann habe ich hier endlich meine sichere Basis in der Nähe des alten Lagers. In der Nähe der Burg, meine ich. Nämlich diese Insel da drüben. Ach, das sind zwei Lurker, hm?
Na, was soll's. Dann mache ich eben beide platt. Und dann kann ich nämlich am Fluss entlang gemütlich, ohne jede Gefahr, nach Norden in Richtung Schürfergruppe. Fünf waren's, ne? Yep, fünf. Kriegst einen. Brauche ich nochmal vier. Was denn? Was war das denn? Beim letzten Mal kamen sie nicht durchs Wasser und jetzt plötzlich halt dann doch, oder wie? Keine Ahnung, was hier los ist. Aber gut. Lurker, du, dein letztes Stündlein hat geschlagen. Und da bin ich eine Stufe gestiegen. Sehr schön. Da ist nichts zu holen. Das alles. Ach, da vorne ist nochmal so ein Lurker. Oh Mann. Ich dachte, das wären nur die beiden. Da war die Sichtweite wohl zu niedrig. Nichts zu holen. Ich würde gerne einen Lurker ausnehmen. Geht leider nicht, ne? Nun gut, aber hier bin ich erstmal sicher. Das heißt, ich kann mir jetzt hier gemütlich meinen Mana wieder auffüllen. Ich habe halt keinen Blauflieder mehr, ne? Das war, glaube ich, blöd. Ich drücke immer 4. Weil wenn ich 1 drücke zum Beispiel, dann geht es Inventar zu und dann zieht die Waffe. Das Problem ist nur, wenn ich 4 drücke, dann möchte er den Blauflieder in dem Fall auf die 4 legen. Und in dem Fall ist dann halt mein Zauber nicht mehr auf der 4. Was halt blöd ist. Und jetzt kommt dieser dämliche Lurker auf mich zu. Verdammt! Ich habe doch auf den geschossen und nicht auf die Blutfliegen. Das hätte gereicht für den. Das hätte gereicht, wenn ich diese beiden Blutfliegen im Weg gewesen wären. Ich sehe dann, wenn ich jetzt hier 4 drücke, genau, dann ist das hier unten nicht mehr auf der 4. Deswegen muss ich da ein bisschen aufpassen. 4, 5 und 6. Sehr schön. Na komm, und jetzt machen wir den Lurker platt. Kann ja nicht so schwer sein. Dämliche Blutfliege, ey. Fährt sich in den Weg. Die waren auch nicht mal im Weg. Da hatte der Feuerball oder der Feuerpfeil einfach eine viel zu große Trefferfläche. Das sind schon wieder Blutfliegen, die im Weg rumstehen. Ich frage mich, von wo treffe ich den Lurker? Von hier, oder? Ja. Sehr gut. Das hat immer mal geklappt. Kann ich die jetzt ausnehmen, nachdem ich das Ganze nichts zu holen nochmal gelesen habe? Nein, natürlich nicht. Aber gut, was soll's. Damit habe ich jetzt immerhin diese Insel gesichert. Hier eine sichere Basis, habe einen sicheren Weg. Abseits der Orks. Statt auf der anderen Flussseite zu laufen, laufe ich einfach hier. Und damit kann ich zumindest mal zum Pass. Und hoffentlich auch zur Schürfergruppe. Insbesondere aber zum Pass. Also ich habe immerhin schon mal jetzt den Pass und die Burg verbunden, also die Orkramme. Das heißt, ich habe mir hier schon mal eine kleine Bresche geschlagen, durch die ich ins Minental rein und wieder rauskomme. Ich finde, das ist schon mal was wert. Ach, guck mal, hier kann man direkt runter. Runter lang. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir den Stress mit den Lurkern auch sparen können. Okay, der Typ hier ist weg. Mein Mana ist nicht voll. Ich mach das mal eben noch. Oh, ein Drachensnapper. Oh, ein Drachensnapper. Ich würde sagen, an dem versuche ich mich nächstes Mal. Denn diese Folge ist wieder mal viel zu lange. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal, wenn ich mich an einem Drachensnapper versuche. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.